Hallo zusammen, heute bin ich in Rümlang am Flughafen bei der Firma Kärcher24 und wir führen ein kurzes Interview mit dem Herrn Müller. Herr Müller, besten Dank für Ihre Zeit. Könnt ihr euch mal kurz vorstellen, wer ihr seid und wo ihr euch spezialisiert habt? Gerne. Also wir sind Tank und Handel Schweiz Gruppe, da eben Kärcher24, dort sind wir online schweizweit tätig. Mhm. Die Location ist von der Klinikkompetenz. Center. Das ist eine neue AG, die wir gegründet haben, jawohl, die auch der grösste Kärchersdorf der Schweiz hat, okay, und dort auch die Serviceleistungen bringt. Oder? Weil wir nicht nur einfach nur ein Online-Job sind, jawohl, sondern wir wollen dort noch etwas mehr bieten. Sehr gut. Ja. Wir arbeiten ja schon länger zusammen. Ja. Dürfen wir kurz fragen, was für einen Mehrwert haben Sie bekommen mit der Zusammenarbeit von der SIA Media? Das kann ich von dem her recht genau sagen, weil wir auch schon verschiedene Partner hatten. Jawohl. Auch grosse Partner, die ich jetzt da nicht nenne, aber man kennt. Und wir sind bei Ihnen, weil wir einen direkten Ansprechpartner haben, mhm, weil ich auch klare Rückmeldungen bekomme, was geht, mhm, was geht nicht, mhm, wo muss ich mit Schwierigkeiten rechnen, wenn ich eine Idee habe. Was mir auch gefällt, ist, dass wenn wir auf dem richtigen Weg sind, dass Sie dann wieder kommen und sagen, dort gibt es noch etwas. Genau. Ich habe etwas Neues. Genau. Also von dem her, dass Sie wirklich auch immer up-to-date sind, mhm, und mich dort können beraten bei Sachen, die ich gar noch nicht gekannt habe. Super, danke vielmals für das Feedback. Gerne. Jetzt grob, was denken Sie mit Hilfe des Google Shopping, das wir jetzt durchführen, mhm, im Prozentual, wie viel Mehrwert haben Sie bekommen im Umsatz prozentual? Auch das kann ich ganz genau sagen, mhm, weil wir haben die letzten 4 Tage wieder abgestellt hatten, wegen der, mhm, Erwartung von meinem Server. Und das macht bei uns den Faktor 20 aus. Jawohl. Und ja, kann man es selber ausrechnen. Ja, super. Wie empfinden Sie als Kunde Betreuung und Beratung von der SIA Media? Ich weiss, Sie haben es vorhin schon gesagt, aber, mhm, was sagen Sie so ein bisschen dazu? Ja, eben. Das eine ist wirklich, der ist für mich wichtig, ich bin selber auch noch viel unterwegs. Jawohl. Und das funktioniert wunderbar, mhm, mit der SIA Media, da habe ich. Und obwohl dort ja verschiedene Leute drin arbeiten, habe ich meinen Ansprechpartner und das schätze ich auch. Sehr gut. Ja. Schätzen ist ein guter Stichpunkt. Mhm. Was schätzen Sie am meisten Besonderes von der Zusammenarbeit? Wenn Sie etwas so können, mal aus der Vergangenheit rausziehen könnten. Ja, das eine ist wirklich eine Offenheit. Jawohl. Dazu ist auch nicht etwas gut gelaufen ist. Also sagen, hey, Sie, das habe ich aber gut gemacht, schauen Sie mal. Das ist gut, das darf man auch, wenn man gute Arbeit macht. Aber auch wenn etwas länger geht, mir sagen, sorry, ja, da haben wir eine Schwierigkeit, ja, das dauert länger. Ja. Und da kann man sich darauf einstellen. Mhm. Und das ist bei uns Match entscheidend. Okay. Weil immer auch Personal dahinter steckt. Ja, das ist ja so. Das, ja, ist ja so. Gut, was für eine Auswirkung hat es bei euch gehabt mit dem Unternehmen? Sind ihr gewachsen? Oder? Mhm. Ja, das ist die Frage, die stellt sich von dem her schon. Wir sind gewachsen, mhm, wir haben darum auch die Klinikkompetenz, die AG, die haben wir nachher sogar können gründen können, aus dem Wachstum raus. Okay. Haben wir auch gesagt, nein, wir wollen mehr machen. Jawohl. Regional waren wir schon immer eine Nummer. Gewesen. Ja. Wir waren schon immer Anhändler. Also wir waren vorher schon kein Kleiner. Ja, ja. Wir haben zu den 5 grössten in der Schweiz gehört. Okay. Aber jetzt sind wir wirklich bei den grössten. Ja. Auch mit den aktuellen Zahlen, die ich weiss, aha, weiss ich, wir sind recht vorne. Sehr, ja, es, ist, es lohnt sich. Und darum haben wir ja dort das Budget ständig aufgetan. Das ist das, kann ich auch bestätigen. Ja. Nur eine letzte Frage, Müller, und dann lasse ich, ja, Sie wirklich in Ruhe. Das ist gut. Aus Ihrer Sicht können Sie SIA Media weiterempfehlen? Ja, absolut. Okay. Auch, ich weiss, Google Partner, ich werde ständig angeschrieben oder, mhm, es wird angeläutet, da gibt es relativ viel umeinander. Mhm. Aber es gibt auch viele Leute, die wollen nicht wirklich arbeiten und das ist da nicht der Fall. Okay. Ich schätze es auch, dass Sie auch mal persönlich vorbeikommen. Finde ich gut. Sehr gut. Nein, unbedingt. Gut. Dann, ja, danke vielmals für das Interview. Weiterhin viel Erfolg und viel, ja, Umsatz und ich freue, ja, mich auf die weitere Zusammenarbeit. Ja, ich mich auch. Besten Dank. Danke. Hat mich gerne gemacht.